Ja, servus Leute. Heute gibt es eine weitere Folge Kauf oder Lauf. Im Moment haben wir noch nicht wirklich Feedback bekommen für dieses Format. Aber wir denken mal, es ist ziemlich gut im Moment und läuft relativ, noch nicht fehlerfrei. Ich muss mir noch ein vernünftiges Mikrofon holen. Im Moment recorde ich das Ganze hier gerade von meinem Handy, wie professionell. Denn mein Mikrofon hat nun mal die Qualität einer Kartoffel. Ja, wer lesen kann, hat wahrscheinlich gemerkt, dass dieses Video sich heute um Call of Duty Advanced Warfare dreht, den Nachfolger von dem ach so beliebten Call of Duty Ghost. Ja, also schon mal vorab genommen, dieses Spiel ist... Es ändert nichts an der Meinung von jemandem, der Call of Duty nicht mag, denn im Kern ist es so wie jedes andere Call of Duty, eben nur ein Call of Duty. Das muss aber nichts Schlechtes sein, denn ich meine, es gab auch sehr gute Call of Duty Teile, wenn man mal von COD Ghosts absieht. Oder MW3. Persönlich würde ich gerne Call of Duty Advanced Warfare in folgenden drei Kriterien bewerten. Und die wären folgendermaßen, und zwar Grafik. Als erster Eindruck, die Optik trägt immer zu einem Spiel dabei und verbessert oder verschlechtert das Spielerlebnis. Das kann niemand verleugnen. Man sollte sich nicht von Entwicklern die Grafik unterdrücken lassen, denn es ist ein sehr wichtiger Teil vom Spiel und ja, bei einem Videospiel guckt man ja permanent auf den Screen und wendet seine Augen davon nie ab. Und dann ist es doch schön, wenn man so augenschmeichelnde Texturen überall hat, wie zum Beispiel in Assassin's Creed 4 oder Unity, aber das war mehr ein Spielfilm, aber ich schweife ab. Also, und das zweite Kriterium ist Spielbarkeit im Sinne von Server und generell das Matchmaking, das haben sie auch geändert. Und drittens die Performance. Und darauf komme ich als letztes zurück aus einem bestimmten Grund, weil es da eventuell am meisten dazu sagen gibt. Und ja, los geht's. Grafik. Die Grafik in Advanced Warfare ist sehr schön, aber nicht Far Cry 3 oder 4 schön, sondern einfach nur schön. Nicht Crysis 3 schön, sondern schön. Das ist kompliziert gesagt, aber ich erkläre das einfach mal so. Die Texturen sind für Call of Duty Verhältnisse sehr, sehr gut. Also besser als bei jedem anderen Call of Duty, was ich gesehen habe. Das Horizon-Based Ambient Occlusion, also die Lichteffekte und wie die Lichter reflektiert werden, ist dieses Mal von Nvidia Gameworks gemacht. HBAO Plus heißt es. Aber ich glaube, die AMD-Benutzer haben nur HBAO, was aber nicht so viel Unterschied machen sollte. Vielleicht 1-2 FPS mehr, aber dafür hat man mit HBAO Plus ein bisschen schönere Umgebung. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, fand ich es erstmal relativ überraschend. Ich hatte jetzt erwartet, dass es komisch aussieht, obwohl, was eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Kantenglättung ist selbst, wenn ich das, sie haben nicht sehr viele Kantenglättungsmöglichkeiten gegeben. Sie haben gemacht SMAA oder filmisch SMAA, was mir nicht besonders einläutet, denn in Black Ops 2, finde ich, haben sie es perfekt gemacht, also das war perfekt. Da wurde einem MSAA, CSAA und für Nvidia-Nutzer TXAA angeboten. Leider kein MFAA, aber das ist ja erst 2 Jahre später rausgekommen, aber naja. Also ich hätte es sehr gut gefunden, wenn sie MFAA angeboten hätten, da es also das Multi-Framed Anti-Aliasing von Nvidia, das sehr wenig Performance-Impact hat und ja, man eigentlich dasselbe Resultat hat visuell gesehen als bei, also bei 2x MFA hat man dasselbe Ergebnis wie bei MSAA, was aber sehr viel Performance schlucken sollte, da es ja Multi-Sampled Anti-Aliasing ist, also mehrere Samples nimmt und das verbraucht mehr als mehrere Frames. Also mehr Performance und deswegen hat MFAA so wenig Impact auf die FPS-Zahl am Ende und ja. Zweiter Punkt sind dann die Spielbarkeit auf dem, also das Server-System und das Matchmaking-System. Also zunächst einmal, das Ganze teste ich hier von China aus und das ist in China nicht so dolle, ja.
Aber das liegt daran, dass ich habe mal geguckt, insgesamt sind halt nur 3000 Leute online oder so. Und davon sind sehr wenige in China oder Region Japan, dort wo ich spielen kann mit denen. Aber ich habe es geschafft, in der Anfangsphase von Advanced Warfare einige Spiele zu finden und auch mich an das Spiel zu gewöhnen. Also ich habe jetzt auch 40 Stunden Spielzeit geschafft, so ein bisschen nachdem es rausgekommen ist. Und ja, damit ich mir mein Urteil fällen kann. Und ja, viele Leute haben sich über das neue Matchmaking-System beschwert, und zwar das Skill-Based Matchmaking. Also das bedeutet, ihr spielt mit Leuten oder ihr werdet mit Leuten in eine Lobby geworfen, die circa euren Skill-Level haben. Circa, Betonung muss auf circa. Ihr könnt trotzdem noch mit einem Überpro reinkommen, wenn gerade niemand anderes zur Verfügung ist. Was mein Problem damit ist, es wird dabei die Ping komplett verachtet. Das heißt, wenn ihr Überpro seid und da ist so eine Lobby mit so Mediocre-Spielern in der Nähe und die haben halt einen Ping von 0 oder die sind halt in eurem Wohnzimmer oder so und ihr wollt mit denen spielen. Und dann ist halt noch ein anderer Pro, aber mit 500 Millisekunden Ping irgendwo anders. Ja, dann werdet ihr mit dem reingeworfen in die Lobby und dann ist es dementsprechend bruchlich. Also, das war jetzt ein Extrembeispiel, aber ihr wisst schon, wo das hingeht, nehme ich mal an. Da haben sich unter anderem auch noch andere YouTuber darüber beschwert, zum Beispiel die Two Epic Buddies, dass sie nur mit richtig talentierten COD-Spielern in eine Lobby geworfen werden und keine wirklichen Noob-Genozide mehr veranstalten können. Und deswegen empfinden viele Leute COD Advanced Warfare als schwer. Und ich finde das eigentlich gut, weil in den älteren Call of Duties konnte man einfach in eine Lobby gehen, da waren ein paar No-Hands drin, die hat man dann 360 No-Scoped oder so ein Scheiß. Ich übertreibe gerade wirklich ein bisschen zu viel. Jedenfalls, ja, ich finde das Skill-Based Matchmaking eigentlich eine gute Sache. Für mich als jemanden, der sich als fortgeschrittenen Anfänger bezeichnen würde, war das jetzt eigentlich kein Problem. Natürlich war da hin und wieder mal ein besserer oder schlechterer dabei. Und ja, mir hat das Spiel eigentlich sehr viel Spaß gemacht, als ich es im Multiplayer gespielt habe. Ich habe einen Punkt zur Grafik vergessen, und zwar, das ist aber irrelevant für den Multiplayer. Ich mache übrigens nur ein Review über den Multiplayer, weil mich die Kampagne eher sonst so gejuckt hat. Es ist ein COD. Die Story habe ich auch schon durch, aber sie war nicht wirklich herzerwärmend oder ergreifend oder dass man das immer wieder suchen kann. Aber nochmal zu einer Sache zu der Grafik. Das werden eventuell die House of Cards-Fans von euch richtig cool finden, denn Kevin Spacey ist verdammt nochmal richtig perfekt übernommen worden. Also, sein Gesicht ist echt gut und generell alle Gesichter in diesem Spiel sind gut, aber sie haben Kevin Spacey exakt getroffen. Es ist so, als wäre es ein Film, die Cutscenes. Das ist echt Wahnsinn und ich finde es schön. Das ist ja trotzdem, obwohl es dieselbe Engine ist wie Call of Duty Ghosts, kommt es hier nochmal um einiges besser rüber, weil hier nicht die Hauptcharaktere dafür bekannt sind, dass sie an Masken rumlaufen. Also Props dafür, COD. Und ja, jetzt kommen wir auch noch zum dritten Punkt, und zwar der PC-Performance. Das wird die Consoleros unter euch nicht so interessieren, also könnt ihr diesen Teil schon mal überspringen. Für die PC-Spieler unter euch, die PC-Performance ist nicht so gut wie bei Black Ops 2, aber um einiges besser als COD Ghosts. Denn mit einer GTX 67 konnte man dieses Spiel dann nicht in 60 plus FPS auf höchsten Details spielen. Das war ein Problem, denn die GTX 67 ist eine 200 € Grafikkarte. Auch mit der R9280X oder R9270X ging das nicht. Auch mit einer GTX 77 nicht. Deswegen, da haben sich die Leute extrem verarscht gefühlt, weil sie 300 oder 200 € für eine Grafikkarte ausgegeben haben und ein Call of Duty nicht in höchsten Grafikeinstellungen spielen konnten für sich. Aber mit Advanced Warfare ist das eine komplett andere Geschichte. Wenn man die Kantenglättung ausstellt, was ich persönlich als 1080p auch nicht mehr besonders notwendig finde, nur in manchen Spielen, wo es richtig, richtig schlimm aussieht ohne, kann man merken, zum Beispiel mit einer GTX 750T oder R9270, wohlgemerkt kein X, dann kann man in den Linus Tech Tips Benchmarks sehen, dass dieses Spiel über 60 FPS läuft. Und bei meiner Grafikkarte, der 780 Ti Superclock for the Win Edition von EVGA, ist es ein Klacks. 91 FPS ist gecapped. Mehr kriege ich auch nicht hin, aber ich
ich sehe schon, da könnte mehr sein. Aber wir haben es auf 91 gecapped. Das wird wahrscheinlich die Leute unter euch mit einem 144-Hertz-Monitor nerven. Aber das sollte auch wieder in der Minderheit sein. Die mit 60-Hertz-Monitoren werden sehr gut klarkommen. Vielleicht ein bisschen Tearing oder wenn ihr kein G oder FreeSync habt. Aber die Performance ist gut, nicht sehr gut wie bei Black Ops 2, dass man wirklich eine Kartoffel spielen konnte in 100 plus FPS in 4K. Also, was sage ich über Advanced Warfare? Advanced Warfare kriegt von mir 2,5 von 5 Punkten. Warum? Es ist ein sehr gutes Spiel und mit der neuen Dynamik, die durch die Jetpacks und allem reinkommt, es ist eigentlich relativ abwechslungsreich zu den anderen Call of Duties geworden, aber es gab wirklich eigentlich nichts, was mich so lange an dem Multiplayer gehalten hat. Es war, obwohl ich sehr lange gespielt habe, es war auch im Multiplayer kein wirklich ergreifendes und packendes Multiplayer-Spiel, so wie zum Beispiel Black Ops 2 war. Ich fand persönlich in Call of Duty Black Ops 2 das Klassensystem, obwohl es übernommen ist in Advanced Warfare und leicht abgeändert, fand ich es so wie es in Black Ops 2 war, schon perfekt und sie hätten es eigentlich so lassen können. Haben sie ein bisschen verändert und dass man zum Beispiel nicht gefixte Score-Streaks haben muss, kann, sondern das extern einstellen muss für jede Klasse selbst, so wie in den Modern Warfare-Serien. 2,5 Punkte unter anderem, weil wenn ich jetzt, sagen wir, 5 Punkte geben würde, dann würden die Leute sagen, blablabla, Fanboy. Aber dieses Spiel hat mich überzeugt. Ich finde, es ist es wert, sich für, also nicht für 60 Euro zu kaufen, aber es ist auch nicht wert, dass man sich nur für 20 Euro holt. Ich habe es mir für 27 Euro geholt, was eigentlich ein Schnäppchen ist. Aber ich würde auch jemandem empfehlen, der sich für 40 Euro kaufen möchte. Kauf es dir für 40 Euro in irgendeinem Keystore oder GameStop oder was auch immer. 40 Euro ist der perfekte Preis für Advanced Warfare, denn es bietet nicht wirkliche Neuerungen, außer diese neue Dynamik. Durch die Doppelsprünge und das Dashen und das Boosten und der ganze neue Pipapo-Kram. Für die PC-Enthusiasten, die auf vollkommene Grafik legen und bei einem Multiplayer, der geschwind ist und so ähnlich wie Titanfall, sehr ähnlich wie Titanfall, aber ein bisschen besser persönlich, weil die Story doch noch ein Tick besser ist als Titanfall. Oh, jetzt kommen die Flame-Kommentare. Dem würde ich das empfehlen. Jemand, der Call of Duty mag, der soll sich auf jeden Fall holen. Auf geht's, Junge, lauf in den Laden. Das ist dein Spiel. Das Spiel ist echt, ich persönlich bin ein COD-Fan. Ich mag das Spiel und ja, jemand, der es nicht mag, soll es sich nicht holen. Jemand, der COD-Serie mag, der soll es sich auf jeden Fall holen. 40 Euro ist der perfekte Preis dafür. Wie gesagt, wir sehen uns, wenn es das nächste Mal heißt Kauf oder Lauf oder BTTWOC. Tech Talk Time. Ciao, das war Ahmed. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Falls eure Gefühle für dieses Video etwas komplizierter sein sollten, dann schreibt uns doch was Nettes unter die Kommentare. Kann auch böse sein, je nachdem. Wir freuen uns sehr über konstruktive Kritik. Das war's, wieder Ahmed war's. Ciao.